Wie im anderen Video bereits gezeigt, also da haben wir ja einen Film gemacht, wie wir die Tastatur, also diese Wasserspiegelung machen. Das ist jetzt hier auf dem Bild zu sehen, der digitale Entwurf, den wir dem Kunden im Vorfeld gemacht haben, so nach seinen Wünschen, damit er mal so eine Vorstellung hat davon, was ihn da erwartet. Und es gibt also, das Motiv geht ja praktisch vom Balk aus ins Bassteil und Diskantteil über. Und da gibt es natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten, sowas umzusetzen. Einmal A, ein Digitaldruck auf Leinwand und das dann in den Balk einkleben. Das ist aber bei diesen übergehenden Motiven schwierig herzustellen, da man dann diese Druckfarben, die in der Regel ja anders sind wie herkömmliche Farben, erst wieder umständlich nachmischen müsste. Darum haben wir da praktisch das eigentliche Hauptmotiv, also dieser Turm, den haben wir dann direkt auf den Balkstoff gespritzt und dann diesen Balkstoff auf dem Balk aufgeklebt. Dadurch hatten wir dann schon die ganzen Farben, um direkt am Bassteil und Diskantteil mit den gleichen Farben weiterarbeiten zu können. Nachdem der Balkstoff, also das Motiv auf den Balkstoff aufgebracht wurde, das ist ein spezieller Leinwandstoff, der auch nicht ausfranst beim Schneiden, also der muss dann passgenau auf die Balkbreite zugeschnitten werden, weil das muss nachher exakt passen. Auf dem Balk zu schneiden, das ist praktisch unmöglich. Man kann da so ein bisschen hin und her ziehen beim Aufkleben, man sieht das da gerade, da wird gerade ein spezieller Leim aufgebracht, der auch elastisch ist und nachher diese ganzen Bewegungen mitmacht. Also bevor das da aufgeklebt wurde, wurde praktisch dieses Airbrush auch mit einem speziellen elastischen Klarlack versehen, der abriebfest genug ist und auch alle Bewegungen locker mitmacht, ne? Und da wird das jetzt gerade der Balkstoff eingeklebt. Also man muss da wirklich Rippe für Rippe vorgehen. Und damit man den unter keinen Umständen da verzieht, weil dann passt das am Ende nicht mehr. Weil diese Faltenbälge, die werden ja zum Großteil auch von Hand gefertigt und haben dadurch natürlich minimale Toleranzen, ne? Also da sieht man jetzt, da drücke ich das nochmal mit einem abgerundeten Holzkeil vorsichtig in der Falz nach, damit das unten sauber reinläuft. Und der Kleber, der zieht auch relativ schnell an, so dass man da wirklich Rippe für Rippe machen muss. Und diese Kanten, wo die Lederecken anfangen, die werden dann ganz vorsichtig mit der Schere dann ausgeschnitten, also abgeschnitten. Und da muss man halt nochmal drauf achten, ob es da auch wirklich dann sauber verklebt ist. Ansonsten nochmal ein bisschen nacharbeiten. Muss man also wirklich sehr, sehr vorsichtig. Ein kleiner Schnitt ins Leder oder so, das wäre dann tödlich für den Faltenbalg, dann wäre der hinüber. Dann wird er da die Luft rausblasen, ne? Und das wäre dann nicht so sonderlich gut. Nach dem Einkleben und nach dem Trocknen von dem Balk wird dann erstmal so eine kleine Probe gemacht, ob der Stoff das alles schön sauber mitmacht. Dazu werden dann die Balkspanner entfernt und dann wird der Balk einfach mal ein paar Mal hin und her bewegt, um zu sehen, ob sich vielleicht irgendwo was löst, bevor man dann den montiert an das Bassteil und Diskantteil, um praktisch dann mit den Farben nach außen hin weiter zu arbeiten. Also wie man sieht, der macht da eigentlich alle Bewegungen gut mit. Man kann das dann auch schön sehen, wie sich das Motiv verhält. Also wenn es ganz, ob es noch erkennbar ist, wenn es zusammengedrückt ist, weil das wurde im Vorfeld praktisch etwas in die Breite gezogen, damit das auch so bei halb geöffnetem Zustand oder halb geschlossenem Zustand gut zu sehen ist. Und das wird da jetzt gerade erstmal durchprobiert. Die Tasten, die wir im anderen Video gesehen haben, also diese Bearbeitung, die mussten natürlich dann auch vorbereitet werden. Das heißt, die werden erstmal alle geschliffen, damit dann die Farbe auch drauf hält, ne? Und nach dem Schleifen und Abtrocknen halt oder müssen die noch entfettet werden, weil unten drin sind Federn, die sind mit ordentlich Fett versehen und beim Ausbauen kommt man natürlich immer mit dem Finger mit dem Fett in Berührung und verteilt das automatisch auf den Tasten. Das heißt, die müssen dann peinlichst gesäubert werden von allen Fettresten,
Also sonst hat man nachher die heftigen Silikonkrater drin. Und das mache ich jetzt da gerade. Die werden dann also erstmal alle gesäubert und werden dann provisorisch wieder eingebaut, beziehungsweise im Vorfeld werden diese Kanten noch, sieht man jetzt gerade gut im Video, werden die Kanten noch mit der Grundfarbe beschichtet, weil man an die Kanten ja nachher beim Spritzen des eigentlichen Motives ja nicht drankommt. Und nach dem Ausbau wieder wäre das schlecht. Also hier sieht man jetzt, da werden die einzelnen Tasten, die dann sauber sind und die Seiten schon vorlackiert, werden jetzt einzeln provisorisch montiert, ohne die Federn zu benutzen, weil die natürlich alle wieder voll, die sind ja immer noch voll mit Fett. Und von daher werden die jetzt einfach nur provisorisch montiert und dann, dass die in Position bleiben, sich nicht bewegen, werden sie mit Klebeband fixiert, dass sie sich dann nicht bewegen können. Also nicht schräg stellen oder wie auch immer. Und das wird da gerade gemacht. Die Halbtontasten, die sind da nicht, werden jetzt nicht montiert, weil die werden separat bearbeitet. Und weil die kriegen ja nur einen blauen Farbton nach dem Entwurf. Also die braucht man jetzt dazu nicht. Und wie gesagt, wie die Tastatur bearbeitet worden ist, das kann man ja in dem anderen Video sehen. Da sieht man auch noch die Originalzelluloidfarbe vom Akkordeon. So, unten rechts im Bild sieht man die blauen Halbtontasten, die separat lackiert wurden. Dafür haben wir spezielle Lackierständer, wo die drauf montiert werden, dass sie nicht wegfliegen können. So, der Hintergrund ist mittlerweile aufgebracht und da ist jetzt der Seestern maskiert worden, weil die Außenränder, die werden ja scharfkantig. Und da wird jetzt erstmal ein bisschen die Unterstruktur von dem Seestern aufgebracht. Das wird dann einfach gesprenkelt, weil die haben ja so, diese Seesterne, die haben ja so eine körnige Struktur unten drunter. Und das spritze ich da jetzt gerade einfach drauf mit verschiedenen Brauntönen. Nachdem die dunkle Unterstruktur fertig ist, wird jetzt die darüber liegende hellere Struktur angelegt. Verfahren war im Prinzip genauso. Wird auch erstmal gesprenkelt und dann später mit der Spritzpistole weiter ausgearbeitet. Also jetzt wird das erstmal relativ, wie gesagt, hell gesprenkelt. Da haben wir auch schon mal so eine Grundstruktur dann. Und dann werden die Außenkanten ein bisschen aufgehellt, also von der Seite, wo das Licht dann herkommt. Und dann später diese Feinheiten und so weiter ausgearbeitet. So, nachdem der Hintergrund aufgebracht worden ist, werden jetzt noch so kleine Details ausgearbeitet. Also praktisch so einzelne Poren gespritzt und ein paar Lichter gesetzt und ja, das war es dann im Grunde genommen eigentlich schon, ne? Dann wird die Maskierfolie dann entfernt und dann noch ganz vorsichtig am Rand den Schatten aufgefügt, damit das Ganze ein bisschen plastischer so oben drauf wirkt. Und ja, dann kommt dann erstmal auf das Instrument, das wird dann wieder komplett auseinandergebaut und dann kommt erstmal Klarlack da drauf auf die Einzelteile. Also beim Zerlegen, da muss man halt wieder äußerst vorsichtig sein, dass man keine Macken reinmacht. Die Teile, die irgendwo so unterbaut sind, also wo es praktisch drunter geht, da wird dann nochmal manuell ein bisschen nachgespritzt, weil die nie so ganz hundertprozentig passgenau sind. Also man kann da ein bisschen variieren mit den Schrauben von der Befestigung her und damit da nicht von der ursprünglichen Farbe noch was zu sehen ist, tut man dann diese Übergänge noch ein bisschen nacharbeiten. Jetzt auf dem Bild, da sieht man die bereits fertig lackierten Tasten noch auf dem Lackierständer. Die werden jetzt nochmal geschliffen und dann auf Hochglanz poliert. Das sind die lackierten Bassknöpfe. Also die bleiben am Gestänge dran. Man muss dann peinlich sauber alles abdecken, dass dann irgendwo was, also vom Lack ans Gestänge kommt.
Hier sieht man die ersten geschliffenen und bereits polierten Tastaturteile. Auf diesem Bild sind die geschliffenen Teile direkt vor der Politur. Also die sind dann geschliffen worden und sauber gemacht und werden dann poliert. So, und jetzt sieht man das bereits fertig montierte Akkordeon. Das ist jetzt die Rückseite. Jetzt, da ist diese Krabbe zu sehen. Wenn man genau hinsieht, sieht man auch, wie glatt der Lack ist. Also man sieht das ganz gut an der Spiegelung. Da sehr schön auch diese blauen Knöpfe zu sehen. Das ist so ein Dreischichtlack. Da kommt jetzt die Muschel. Also auch ums Eck rum. Also das läuft hinten in die Abdeckung mit rein. Man kann das da jetzt im Bild ganz gut erkennen. Ja, die Krabbe, die geht ja auch ums Eck rum. Da ist dieser Leuchtturm im halb geöffneten Zustand. Ne, da ist jetzt Diskantgehäuse. Da ist jetzt der Seestern sehr schön zu sehen und das Wasser. Jetzt schwenken wir gerade nochmal über den Balk. So, da ist der Seestern. Da sieht man jetzt auch diesen angedeuteten Schatten. So, jetzt ein Schwenk über den Leuchtturm. Also man sieht das jetzt, der kann man sehr gut erkennen. Auch wenn der Balk ganz zu ist, kann man es schon erkennen, was da drauf ist. Und wenn er je weiter aufgeht, umso breiter wird natürlich der Leuchtturm. Hier nochmal diese Muschel mit den Knöpfen, das Wasser. So. Also es sind reichlich Schichten Lack drauf mit anschließender Politur, damit das Ding dann wirklich spiegelglatt ist und vor allem auch viele, viele Jahre hält, ne? Also das ist ja ständig in Benutzung. So, und am Ende nochmal ein schönes Foto von dem fertigen Objekt. Bin gespannt, also es ist gerade auf dem Weg zum Kunden. Ich bin gespannt, was er dazu sagt, aber ich denke, es wird ihm mit Sicherheit gut gefallen.